Und damit willkommen zurück bei War Thunder. In dieser Runde mal wieder mit unseren guten Freunden, den Amerikanern, in einer kleinen Panzerschlacht. Um auch ein bisschen die Abwechslung zu wahren zwischen Panzern und Nicht-Panzern. Und ich habe gerade in der Aufnahmepause was... Moment nochmal. Ich habe in der Aufnahmepause vergessen, etwas zu trinken. So rum wird es ein Schuh draus. Und deswegen hole ich das jetzt einfach nach. So, wir sind, ach du Scheibenkleister, in den Karpaten. Ich könnte vor Heulen kotzen. Und ja, entweder wir fahren da hoch oder wir fahren dahinter. Oder mal schauen, wo wir überhaupt rauskommen natürlich. Wir nehmen mal den zuerst. Wo fahren wir als erstes hin? Das ist eine gute Frage. Entschuldigung. Wo kommen wir denn hier? Oh. Ach. Hier hinten. Dort bin ich noch nicht. Ah, ich verstehe. Mal die Spawnpunkte noch ein Stück nach hinten verlegt. Das ist natürlich auch cool. Wird mir nicht gleich immer so heraus aus dem Spawn geschossen? Ja, doch. Hat auch was für sich. Bam. Oh, hier MG-Schütze, wo wurde Getriebe beschädigt, Kettenlaufwerk halt in die Ass. Boah, Leute, Leute. Ah, komischerweise, wenn ich alleine zocke, habe ich einen super Ping und alles andere funktioniert. Also, ich glaube, er möchte einfach, dass War Thunder ein Single-LP bleibt. Und wir sollen natürlich wieder alle Punkte angreifen, wenn es nach den netten Herren im Chat geht. Das müssen wir natürlich auch tun. Aber erstmal erobern wir am besten Punkt A. Einfach aus der Warte heraus, dass wir dort eher einen Überblick über die Map haben. Und wir hier, na gut, es bietet weniger Versteckmöglichkeiten, je nachdem, wo man halt gerade ist. Aber insgesamt bin ich schon dafür, dass wir den Punkt hier erobern, einnehmen. Und da geht es doch schon rund. Ich glaube, die netten Herrschaften von A hatten eine ähnliche Idee wie wir, oder die lassen gerade bis Artillerie nehmen, wieder gehen. Wie lange dauert's? Ach du Scheiße, eine halbe Minute. Na du, super, ich kann hier gerade nicht weg. So, erstmal kurz zurückziehen und mal die Lage sondieren. Sieht ganz gut aus. Vorwärts. Ach. Damit habe ich jetzt eigentlich gar nicht gerechnet, den zu zerstören. Wir verstecken uns gekonnt im Berg. Verdammt. Gut, da wir eh brennen, will ich zumindest noch die Chance auf die Luftschacht haben. Das war eh irgendwie ausweglos. Und er brennt. Brennen ist gut. Mit ein bisschen Glück schaffen wir es nicht mehr am Spawn. Schade. Gut, Panzer ist zerstört, aber mit... Ja, das war Logo.
Aber es war eh gerade ein bisschen viel los, insofern habe ich die Gelegenheit doch auch ganz gerne mal genutzt. Da regnet es gerade Bömmchen. Fiel mir gerade so nebenbei auf. Fahren wir jetzt mal zu Punkt B vielleicht. Oh, da hinten ist jetzt Punkt C. Oh ne, Punkt C ist bei denen aufgetaucht. Oh nö. Fahren wir oben die gerade beide Punkte. Was sind das für eine lahme Aktion? Leute, koordiniert euch bitte. Wenn wir jetzt alle zu A und zu C gehen würden, dann könnten wir den richtig schön in den Innern treten. So, ah gut, wir haben einen zerstört. Aber Leute, stellt euch doch einfach mal auf A drauf und habt nicht so viel Angst. Mehr als sterben könnt ihr nicht, das ist nur ein Spiel. Und ja, ich weiß, ich bin vorhin auch zurückgefahren, aber... Ich meine, das sind gerade so viele, einer von denen wird ja mal Zeit haben. Feindliche Truppen. Gut, B, immerhin. Junge. Ich glaube, ich fahre erst mal weiter. Was? Ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen. Nein. Ich behalte es mir vor, Menschen nicht zu mögen, die mich abschießen. Natürlich, je nachdem wer es ist, es gibt... Wir haben nur gerade leichte Botverstärkung oder was? Boah, leichte Botverstärkung aktiv, ja. Ja, dann knallen wir sie jetzt auch alle samt ab. Verdammt. Vor allem hat er ja einfach mal noch so eine halbe Alpha-Wand drin. Gewundert, dass da alles kaputt geht. T34, ja. Aber Leute, da oben brauchen wir Unterstützung. Also bitte bewegen, dort hochfahren und alles Leben kalt machen. So, jetzt setzen wir unseren Arsch auf A und halten A. Ich meine, wir halten gerade B, das ist natürlich fabulous and fabulous and some other, and now wir schwingen unseren Arsch auf A und bleiben dort sitzen. Ich hoffe, ich habe gerade nicht zu viel versprochen, aber Wunschdenken ist auch ein Denken. Wenn auch nicht viel. Ach, Artilleriefeuer, ja. Oh! Mein Gott! Das ist eben das, wo ich immer wieder sage, gerade bei Panzern, bei... Wiedereinstiege sind vorbei, okay. Ist eben das, wo ich immer wieder sage, bei gut oder liegt eine Zeitbombe. Oh, er lebt noch. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Dort lag immer eine Zeitbombe. Wo war ich gerade? Ah ja, das ist immer wieder das, wo ich selber sage, es wäre schön, wenn das noch so ein bisschen ausgeglichener wäre. Dass gerade, ich sag mal so, die Newbies wie ich bei den Amis wirklich auch mehr Level 1 Panzer hätten und nicht einfach mal ein KV-1, der irgendwie um die Ecke rollt oder irgend solche Geschichten. Das ist immer... Ah, ja, es ist blöd. Es ist einfach blöd. So, ihn hat es gerade zerrupft.
wir nehmen mal den nächsten. Einem 10. Dann fahren wir mal damit eine Runde. Wir schauen jetzt einfach noch ein bisschen zu. Vielleicht nicht die ganze Mission, nicht, aber so ein kleines bisschen möchte ich das schon. Ansonsten ist ja die Folge wieder so kurz, das hilft ja auch niemanden. So, wo will er hin? Ich glaube, er nähert sich gerade von der Seite oben. Ja. Kann man hier... Kann man hier zufällig... Nee. Schade. Anvisieren kann man nicht. Flugzeuge sind gerade soweit keine zu sehen. Stimmt. Dort hinten. Ich wollte es doch gerade noch sagen. Auch schön. Er brennt. Und da, aber man kann ja zumindest mal reinschauen, wie das gestaltet ist. Auch mal interessant. Habe ich auch noch nicht gemacht. Aber sehe ich auch ganz detailreich. Oh, jetzt ist er weg. Der Marder. Gucken wir mal zum Marder. Der hat sich gerade ausgemartet. Okay. Oh, halt. Das ist gerade interessant. Sieht aus wie eine U87, oder? Wow. Das kam auch unerwartet. Ach, da war bestimmt noch der eine von hinten. Oh, das sieht cool aus mit der Munition. Einzelteile. Der große Ausverkauf direkt bei mir im Vorgarten. Frisch von der Rolle oder vom Bann, man weiß es nicht genau. Gut, er fährt noch, Gott sei Dank. Sonst hätte ich mal gleich wieder das nächste Flugzeug suchen können. Oder den nächsten Fahrer. Ist da oben jemand? Ach ja. Gut, ein guter Tuch wird man, denke ich, nicht kommen. Das unten ist blau, okay. Mhm. Gut, ja, geradeaus. Ja. Es ist halt so, wenn man nicht ranzoomen kann, dann sieht man eben nicht, was die gerade sehen. Und man weiß eben auch nicht, was denken die gerade, was machen die da gerade. Gut, er hier will gerade zu A. Mein Staffelkamerade, keine Ahnung, für diese Mission. So, nochmal ganz kurz anders hinsetzen. Naja, insgesamt wird es knapp momentan. Wir versuchen gerade zwar noch A einzunehmen, aber man weiß ja trotzdem nicht, wie es ausgeht. Und ich würde noch mal eine Minute zuschauen und dann würde ich auch die Folge erstmal beenden. Ich denke, dann haben wir für diese Mission auch wieder ein paar Minuten gemacht. Nochmal 4-5 Minuten zugeschaut, noch ein paar Minuten gespielt. Reicht. Oh oh. Oh oh. Oh. Ja, er hat sich gerade verabschiedet.
Na gut, sei es wie sei. Ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wie es ausgeht, ich weiß nicht, ob ich dran denke. Vielleicht wäre es in der nächsten Folge erwähnen. Müssen wir mal schauen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Warthunder. Tschüss. Hier nochmal ein kleiner Nachtrag zur Mission von eben. Wir haben eine Niederlage erlitten. Hier nochmal die Punkteverteilung für meine Fahrzeuge. Und ansonsten ein paar Lions bekommen, noch ein paar Forschungspunkte, die übrig sind. Ja, ist relativ wenig für ein Level 1 Gefecht auch. Aber ich beschwere mich nicht. Insofern alles gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!